fährt einer, dem die ganze Familie nachschaut. Rok Bagoros, 23 Jahre alt, professioneller Stuntfahrer aus Slowenien. Beim Bikertreff am Glemseck 2012 zum ersten Mal dabei. Seine Show ist schnell und leidenschaftlich. Am schwierigsten sind die Tricks, wo wir in den Kreis drehen auf Hinterrad. Das sind die schwierigsten Tricks, weil man sehr viel Gleichgewicht haben muss. Rok Bagoros trainiert täglich 2 bis 3 Stunden, das seit 5 Jahren, und ist auf dem Weg zur Weltspitze. Das Küssen ist am leichtesten, aber macht sehr viel Spaß. Klar doch, das glaubt man gleich. Ich nehme so lokale Mädchen und jetzt habe ich schon, noch nicht die Hälfte der Welt, aber schon viele Mädchen geküsst, ja. Richtig gut besucht ist der Bikertreff im Juni am Glemseck. Das einzige Sonnenloch weit und breit an diesem Tag. 5000 Biker kommen. Viele Hersteller sind vor Ort und der ADAC präsentiert seine Serviceleistungen rund ums Motorrad. Ein echter Appetizer ist auch dabei. Ausschnitte aus dem Sicherheitstraining. Die Fußrasten ausübt, den Oberkörper leicht zur Seite schiebt. Ganz einfach, locker bleiben. Locker bleiben, das ist das Wichtigste von allem. Ja, was wir vorhin schon angesprochen haben, die Unterlippe hängen lassen, die Schultern hängen lassen. Nicht mit Gewalt meinen, am Lenker festzuhalten, weil dann schaffe ich es nicht, eine Kurve zu fahren. Leicht angewinkelte Unterarme, leichte Ellenbogen, dass ich einfach Bewegung habe am Lenker. Dann funktioniert es wunderbar. Selbst gestandene Motorradfahrer staunen. Sicherheitstraining war klasse, hat man einiges lernen können, mitnehmen können und natürlich die gute Laune. Schöne neue Motorräder, hier gerade die Vorführung war ganz hervorragend, passt schon. Ja, weil es geil ist. Lauter Leute, lauter Motorräder, lauter hochaufbegeisterte. Das ist einfach das Leben.